Grüße. Haben Sie es auch gehört? Von der Kirche. Gut, dass es die Pfarre gibt. Und was hat die Kirche jemals für uns Menschen gemacht? Na gut, okay, die Caritas, ja. Aber sonst? Aber bitte, dass sich jemand einsetzt für die Schwachen, für die Benachteiligten, für die Unterdrückten? Das ist eh klar, wenn es einem schlecht geht, dass er hingehen kann. Aber sonst? Ja, und der Glaube? Die Hoffnung? Und die Liebe. Ja, das ist ganz wichtig. Ich kann stundenlang zuschauen. Nein, war nur Spaß. Aber sonst? Ja, und denken Sie doch an die vielen Feierlichkeiten, an die Feste, an die Feiertage. Ja, genau, dadurch haben wir arbeitsfrei. Sonst müsste man rund um die Uhr durchhackeln. Aber sonst? Na, und die Taufen, die Firmungen, die Hochzeiten? Eine schöne Leiche. Aber sonst? Und da will doch jeder, dass diese Feste und Feierlichkeiten Niveau haben und einen Tiefgang. Außerdem muss es jemanden geben, der sagt, Freunde, auch der Mensch hat seine Grenzen. Genau, der die Großkopferten sagt, ihr könnt nicht alles tun mit uns, was ihr hier einblüht. Aber sonst? Überhaupt, dass es einen Ort gibt, wo man weiß, da gehört man hin. Wo es einen Zusammenhalt gibt, eine Gemeinschaft. Für die Jugend, dass es einen Raum gibt, dass sie sich unterhalten können. Weil sonst sitzen sie nur vor dem Computer und dann Geld geben. Aber sonst? Ja, da denken sie an die Bildung, an die Kultur, an die Kunst. Denken sie doch an diese herrlichen Fresken von Giotto und Michelangelo. An die Matthäus-Passion von Bach, an die Messen von Schubert und Bruckner und Mozart, an die wunderbaren gotischen Kathedralen. Das ganze christliche Abendland ist doch durchflutet von Schöpfungen des menschlichen Geistes, die ohne die Kirche so nicht möglich gewesen wären. Das sollte man doch nicht vergessen. Hm? Gut, dass es die Pfarre gibt. Ja, passt eh schon. Na, ist ein ganz gescheiter. Aber sonst?